meine ich doch. Der Staat, also der Staat halt, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du. Ah, cool. Genau. Ist doch offensichtlich. So, das geht nicht anders. Wenn du kommst, muss ich sabbern. Andi, der kleine Schleimer, wieder weiter. So, Tamashii Xeno, Gravomatik mal wieder für die Einführungsrunde disqualifiziert. Ja, was kann der Junge auch anderes, ne? Also ich würde behaupten, nichts. Aber Andi ist ein angenehmer Schleimer. Oh, ich kann's gleich. So, Liga 2, haben wir so viel Verzögerung heute? Liga 2 ist schon in der fünften Runde vom Rennen. Das, wie viele Runden haben die da? 27 fahren wir, oder fahren die? Die ja. Auch 27? Ja. Ja, ist ja auch ganz normales Rennen, wie uns hier auch, 50% alles. So, und wir haben die nächsten zwei Disqualifikationen, Hoshi und Captain. Ja, beide Alpha Tauris wieder. Gehört wieder zum Plan. Natürlich, man kennt ihn. So, die Fahrer stehen am Platz. So, los geht's. Deathsnake auf 1. So, die Ampel geht aus. Ich glaube, es war ein schwacher Start von ihm. Ah, oh, da hinten, da hinten ist. Oh, da hinten gab es doch schon. Captain mit Problemen beim Start auf jeden Fall. Ist nur. Oh, jetzt hier in der Kurve. Oh ja, da fliegen schon die ersten Teile beim Red Bull. Jetzt eine leichte Kollision gab es da schon auf jeden Fall. Trotz, ich glaube, breitere Streckenführung, kann das sein? Ja, die Strecke ist eigentlich ziemlich breit. So, hier haben wir auch Kev gegen Bergy King. Haben auch viele über die Curves aus der Kurve geschossen, hast du das gesehen? Ja, ja, ja. Also viele mit Startschwierigkeiten, kann man ruhig mal so behaupten. So, ansonsten. Auf jeden Fall schon mal. Oh, da gab es einen Schubser, ich glaube, von King of Oak gegen Kranks, wenn ich richtig gesehen habe. Und da gab es, da ist der Dreher von Kranks. Da hat sich jemand gedreht, wer hat sich da Kranks, gedreht? Kranks. Ja. Aber nach einer, direkt. Ja, nach einer oder nach einem leichten Schubser von hinten. Ja, der schnelle Mexikaner wohl doch nicht so schnell, schleicht gerade ein bisschen über die Strecke. So, Verlierer des Ganzen, auf jeden Fall im Moment der schnelle Mexikaner, 14 Startplätze oder 14 Positionen verloren. Der Snake bleibt vorne. Ah, Leon, auch dir danke für deinen Work. Also, es lief ja wie gewünscht, ne? Guter Start hier. So, jetzt wird die ganze Tabelle nochmal durchgemischt. Jawohl, nee, war nicht. Xeno ist mittlerweile 8er. Und wir haben 5 Autos, 6 Autos mittlerweile in der Box. Kev, ja, aber Schubertus ist nicht erst da, weil vor ihm fährt irgendwer, ne? Oder? Hm. Nee, doch, da fährt der Snake, ne? Aber. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Wenn Schubertus bei mir wird als erster angezeigt. Jetzt, ja, sag ich doch, das. Nee, das ist noch nicht hier. Jawohl,
Och, ja, moin, ey. Also, die Tabelle muss ich erstmal wieder fangen. Ja, jetzt ist Krems alles klar, angeblich erster. Laut Sektor. Oh, da kam's. Da war der Körper ein bisschen höher als gewünscht. Wer hat das angeblich Sechster? Jungs, die Strecke ist schon breit. Warum fahrt ihr trotzdem noch raus? Ja, schauen wir mal. Also im Moment laut unserer Tabelle ist Kev 17 noch wieder. Okay, danke dafür. Der Snack erster jetzt, glaube ich. Ich schaue dem gerade zu und vor dem ist auch nichts. Russische Straßen und Kurven sind halt anders, Kappa. Nicht treu. Ja, der Snake Erster, das würde ja auch passen. Ja, ich glaube, jetzt hat er sich gefangen. Das passt So, alles. der Snake Schubertus Platz 1 und 2. Dahinter ist Reluki, Berge King, Big Mo, LB, Hoshi, Captain auf Platz 8. Okay, der profitiert durch die Boxenstops von den anderen. Und auf Platz 9 und 10 Andy und Zeno. Und wir haben ein DNF. Safety Car. Oh nein. Gut. Also damit fangen wir wieder neu an. Das Feld sortiert sich gleich wieder. Naja, für den Mexikaner auf jeden Fall ein kleiner Vorteil. Was heißt Vorteil, aber eine kleine Hilfe. Nicht breit genug. Und Karina, ich Also hoffe wenn die doch. Strecke noch breiter ist, dann kannst du auch direkt einen Joint bauen. Karina, ich hoffe, du hast in deiner Cola nichts drin. So, naja, auf jeden Fall Captain und auch Xeno, trotz verpatzten Qualifying, zumindest bei Xeno, der ist ja in Q1 raus. Ja, Platz 10 akzeptabel. 5 Plätze gut gemacht. Und Captain, ja, auch 5 Plätze gewonnen. Von daher können die Alpha Tauris im Moment glücklich sein mit ihrer Position. Der Snake, Schubertus auf jeden Fall auch mit Platz 1 und 2. Björn, ich kann nicht. Bin durch dir noch einen schönen Stream. Andi, hau rein. Angenehme Nacht und wir hören uns. Und Jo, Karate, Andi. denk an den Vertrag, ne? Hier, hast du ja gesehen, ne? My aim is sick. DNF. Ja, hatte ich gesehen. Hatte ich gesehen. Okay. Deswegen haben wir ja auch die Safety Card draußen. Allen anderen noch einen schönen Abend vom Quattro an. Ach Mensch, ein Rennen mal ohne Safety Car, das wäre so schön. Lars, ich töte mich auf der Geraden. Ja, ich habe es gesehen. Warum macht man sowas? Vertrag? Fragezeichen. Ja, was für ein Vertrag? Verträge gibt es hier nicht, wir sind nicht in der Bundesliga. Ne, wir sind in der Formel 1, da sind die Verträge noch höher. Ah, Klaas, Bock auf ein Interview? Wie sieht's aus? Hat Miami Stick Bock auf ein Interview? Andi raus. Andi geht schlafen. Abi.
Natürlich krass, ne, dass RLE Chris nicht rankommt, aber der Mexikaner es nochmal gepackt hat. War der in der Box? Ja. War gar nicht, oder? Chris? Ja. Doch, Chris war immer in der Box drin. Der hat, glaube ich, und er hat aber kann man einblenden. Also so. Ja, auch Chris war sogar zweimal schon in der Box. Nee, lieber kein Interview, alles klar, Klaas. Also, er hat auf die Tankanzeige geschaut und ist leicht links gegen die Wand. Ja, ich muss sagen, dieses MFA-Menü lenkt extrem ab. Das geht mir auch grundsätzlich so, wenn ich dieses Spiel spiele und die Boxencrew sagt irgendwas, wir haben eine alternative Strategie, möchtest du die ändern? Dann öffnest du das Menü, guckst da drauf, zack, kommt eine Wand oder so. Das ist... Gut, dass ich kein Fahrer bin. Ich bin nur Meister der Herzen. Hat er sich verdient, der Arme. Bist du dir sicher, Sabi? Okay, wenn du das sagst. So, Safety Car geht in dieser Runde rein. Jo, der Snake schubst das Safety Car fast. Ja, der Snake hat Bock, der schiebt ihn richtig an. Ja. So, reifenmäßig Kev und Chromatic auf den Harten unterwegs. Chris, Andy, LB, Bigmo und Zuri Luki auf den Soften und alle das Rest andere Feld auf den Mittleren. Das Rest andere Feld. Das Rest andere Feld, genau. So, Restart. Achso, man kann sich jetzt auch die Strafen anzeigen lassen, ne? Haben sie jetzt neu gemacht. So, und Restart. Ab jetzt darf wieder überholt werden. Schauen mal, ob wir was sehen. Captain an Hoshi. Passiert nichts. Zeno bleibt auch. Alle die Plätze alle unverändert. Aber auf jeden Fall schön zu sehen, dass RLE Chris dann doch noch rangekommen ist. Ja, auf jeden Fall. Auch einer, der sich's verdient. Der sogar gerade auf Attacke ist. Das sagst du ja jetzt auch nur, weil er Chris heißt. Namensvetter, die wissen, wie es geht. So, Zeno hat auf jeden Fall Hoshi kassiert. Safety Car braucht man Hilfe beim Reinfahren. Ja, manchmal ist es echt unnötig, wie lange das draußen bleibt. Das ist. Wie lange war das jetzt draußen? 3 Runden oder so? Ja. Andi war auch ganz knapp davor, Captain in die Hacken zu fahren. Mhm. Ja, auf jeden Fall noch ein spannendes Duell, weil Zeno kommt von hinten, Sektor 3, gelbe Flagge. Ich komme auch immer von hinten. Schön. Ohne gelbe Flagge. So, Toni hat sich da gedreht. Aber auch schon wieder unterwegs. Womit Chris auf Platz 16. Gravomatic. Kassiert. Nee, kassiert nicht King of Oak. Ist aber trotzdem auf Platz 13. So, und ich habe hier irgendwie eine scheiß Ansicht gerade. So. Also King of Oak fährt auch an, ist gar nicht King of Oak, das ist Kevin. Fährt auch ultra aggressiv auf. Okay. Das war zu ja, aber Hoshi ist der Abstand schon relativ. Eine Sekunde. Hat er nicht gesagt. Was hat er nicht gesagt? Hat er auch nicht gesagt. Ich bin mal gespannt, wie sich LB schlägt, der eigentlich auch eigentlich viel zu oft durch irgendwelche Unglücke ausscheidet. Ja, das stimmt.
der eigentlich gutes Potenzial hat, aber so inkonstant fährt. Mhm. So, LB auf jeden Fall wieder mit Verbindungsproblemen. So, Captain auf jeden Fall an LB dran. Wird natürlich jetzt wieder schwierig werden, wenn die Verbindungsprobleme wieder bestehen oder bestehen bleiben. Wenn die Fahrzeuge dann ja, über die Map hopsen vor einem. Schubi hat sich schon seine erste Strafe geholt, 3 Sekunden. Das heißt, er ist jetzt 4 Sekunden hinter der Snake. Selbst wenn er überholt, muss er auf jeden Fall Abstand gewinnen. Der Snack hat sich aber jetzt auch eine Strafe abgeholt. Ich habe nichts gesagt. Alles wieder bei Null. Ja, das ganze Feld ist eigentlich schon, ne, hier fast na, das halbe Feld auf jeden Fall mit Strafen belegt. Der Snack, Schubertus, Xeno, Hoshi, Krenks, Revomatic, Kev und der schnelle Mexikaner. Der gut aufgeholt hat. Ist halt der schnelle Mexikaner. Ne? Wir sind hier in Russland. Okay. Da kann das nichts werden. Genau, wir fahren ja gerade in Russland. Interessante Strecke, breite Führung für die aber ganzen besoffenen Fahrer. So, und der schnelle Mexikaner, da war er schon am Hinterrad von Kev. Gängst wieder 3 Sekunden. Und da geht Kev nach außen. Er hopst vom Feld runter. So, somit der schnelle Mexikaner auf Platz 15. Das ist auch ein ganz übler Curb, ey. Das ist, glaube ich, der einzigste Curb auf der ganzen Strecke, wo man wirklich abhebt. So. Nicht der einzigste, sondern der einzige. Ja, du kleiner Klugscheißer. So, Xeno. Hinter Andi nach wie vor. Startziel jetzt. Ist nicht. Ne, der ist ja jetzt erst. So, vorne Bergi King vorbei an LB. Wo hier ein schönes Duell zwischen LB, Bergi King, wie aus der Sicht von Captain. Chat, wie war denn euer Tag? Was habt ihr Schönes gemacht? So, okay. Captain versucht es, aber es reicht nicht für LB. Aber jetzt holt er ihn sich. Somit Captain auf Platz 6. Und ich bin überrascht. Das ganze Feld ist noch wirklich sehr dicht beieinander. Bis auf Toni, der 6 oder 48 Sekunden Rückstand hat. Bei mir steht 32. Wie bei dir steht 32, da hast du in der Wallanzeige. Ja. Oh, okay. Gut. Ja gut, 32 kommt hin zum nächsten. Genau. So, ja, aber auch der Snake und kann sich auch nicht wirklich absetzen, ne, an Position 1. Nee, der kommt nicht weg, das stimmt wohl. Und dadurch, dass Big Mo jetzt auch noch den guten Schubi überholt hat. So, wenn sie jetzt so zu Ende fahren würden, wäre Big Mo definitiv Erster, weil Big Mo noch keine Strafe bisher hat. Aber wir wollen es nicht beschreiben, wir haben noch 17 Runden. Achso, Big Mo, mach mal einen Fehler. Okay. Ach, der falsche Mo, Kevin. Der falsche Mo. Wird auch schon 2-3 Stück jetzt gesammelt, ne? Müsste man mal nachschauen. Ja, ich lasse mal anzeigen. So, also, wir haben bei Kev mittlerweile 17 Sekunden Strafe. Gravomatic 9 Sekunden.
Der schnelle Mexikaner mit 3 Sekunden, Krenks 6 Sekunden, Hoshi 3, Zeno 3, Bergi 3, Hubertus und auch Deathsnake jeweils 3 Sekunden. Anando, Servus, so und The Real Luki geht in die Box. Somit Xeno, sofern er dann draußen bleibt, auf Platz 6. Hauptsache, da wird jetzt sogar Werbung eingeblendet. Wo? Im Game. Da wird gerade Werbung eingeblendet. Im Game? Ja. Oha. Hast du, ja, das Spiel nicht bezahlt, oder was? ist nur eine Demo-Version. So, okay, ich verstehe. Also ich habe keine Werbung jetzt gehabt. Ich hatte gerade so unten rechts unterm Bildschirm. Also nochmal unten rechts unterm Bildschirm. Ja, unter dem Zuschauermenü. Okay. Keine Ahnung. Obwohl ich habe das Zuschauermenü aus. So, The Real Luki auch 3 Sekunden dazu. Oh ja, Andy. Oh, übrigens erwähnenswert vielleicht. Xeno hat dann mittlerweile Andy bekommen. Aber jetzt hatten wir hier einen Verbremser von Xeno. Aber Andy reicht es definitiv nicht, um irgendwie vorbeizuhuschen. Weil so eine schlechte Position derzeit hier auf der Strecke. Aber jetzt kommen sie auf Startziel. Gut, Andi fährt in die Box. Somit Xeno erstmal wieder ein bisschen Ruhe nach hinten. Speck, einen wunderschönen guten Abend. So, beide Alpha Tauris yes. Auf Position 5. Hat auch gerade King of Orc gecasht. 6. Genau, da hinten das Duell. Ich gehe mal ein Stück weiter zurück. Der Chris versucht halt auch noch dran zu bleiben. Schmeck, mir geht's gut. Wie geht es dir? Boah, auf jeden Fall Hoshi, RLE Chris, King of Orc, Kranks. Die fahren wirklich im Moment eine Linie. Ob sie ein Seil dazwischen haben. Sehr dicht beieinander. So, da kommt die nächste Zeitstrafe für Xeno. Danke, auch alles super. Das freut mich zu hören. So, Hoshi hatte eine leichte Berührung mit der Bande. Hält dadurch jetzt ein ganz kleines Stückchen wieder zurück. Somit nur noch RLE Chris, King of Oak und Kranks im Duell. Ja, ich habe im Moment keine Ahnung, so einen richtig ekligen Reizhusten. Reizhusten, / Raucherhusten. Ja, reizender Raucherhusten. Ein reizender Raucherhusten, genau. Nein, ich fahre nicht. Ich moderiere. Fahren tue ich in Zukunft samstags abends wieder. Ich weiß aber noch nicht. Da wird jetzt gerade. Oh ja. Ich wollte gerade sagen, Jungs, ihr seid doch ein Team, ey. Ja, das verstehe ich nicht. Die Teammates schießen sich selber ab. Mann, ey. Jawohl, nee, gar nicht. Das war ja Kranks und King of Oak. Halt zwei verschiedene Lokens. Aber von den Farben sah das gerade kurz gleich aus. Ja, ja, aber King Kranks ist. Ja, ich sehe es jetzt. BWT Alpha und King of August Remona. Sauber Group. So, und da vorne hatten wir wieder von RLE Chris einen kleinen Abflug nach außen. Den Leuten ist eigentlich einfach die Strecke nicht breit genug. Ich verstehe das nicht. So, auch Schubertus hat mittlerweile. Ne, war nur Schubertus, ja, der hat ja sowieso eine Zeitstrafe. So, RLE Chris, der ist aktiv. Und er geht
vorbei an Ranks. Hab's da eine leichte Berührung. Aber er bleibt vorne. Sektor 1 haben wir gelbe Flagge. Da sehen wir einen Toni stehen. Toni? Virtuelles Safety Car. Also, und den Toni hat es dann ein wenig erwischt. Allerdings. Keine Ahnung, sieht man jetzt nichts am Auto. So, Grenz, Xeno und auch King of Oak in der Box. Also, eins muss ich mal vorab schon erwähnen: Was der Mexikaner gerade leistet, ist respektabel. Auf Platz 7, auf jeden Fall. Okay. Die Jungs fahren aber gut. Definitiv fahren die gut. Also, die fahren hier Zeiten. Keine Ahnung, da kommt unser Eins nicht ran. Da bleiben wir, wie Chris sagen würde, Weltmeister der Herzen. Oder Meister der Herzen. Ich bin nur Waldmeister des Herzens. So, es ist VSC eigentlich schon wieder weg. Ja, ne? Ja. Ja, DRS ist auf jeden Fall gleich wieder aktiviert worden. Somit war das nur ein kurzes virtuelles Safety Car. Interessant zu sehen, bis auf vier Fahrer haben mittlerweile alle eine Zeitstrafe, mindestens eine Zeitstrafe, und Kev ist DNF. Dann war das eben gar nicht Toni, sondern Kev, der liegen geblieben ist. Okay, dann hat das aber gerade gepasst mit der Ansicht, weil ich bin auf Toni draufgegangen und Toni war auch gerade langsam. Also von daher. Aber King of... Achso, ich wollte gerade sagen, Berg hier, das sah gerade aus, ey. Ich wollte gerade sagen, bei King of Oak fehlt ein Frontflügel und da gab es eine Kollision. Zwischen... Wer war denn das jetzt? Es war auf jeden Fall ein McLaren. Das müsste The Real Lucky gewesen sein. Ne, was war Bergi? Ne, Bergi fährt noch. Bergi ist in der Box. Bergi fährt normal in die Box. Fährt auch schon wieder raus. Ja, das war The Real Lucky mit. Ja, keine Ahnung. Mit einem anderen, der zusammengestoßen. Ist übrigens jetzt mittlerweile auf Platz 4. So, dann schauen wir mal. RLE Chris auf jeden Fall Top-Zeiten, Top-Positionen. Hat zwei Stops hinter sich: einmal nach der Startkarambolage und dann noch einmal wahrscheinlich Flügel sich abgehauen. Hat natürlich dadurch früher einen frischen Satz Reifen drauf bekommen. Das heißt, er wird auf jeden Fall gleich nochmal in die Box müssen. Der Snake, Schuberto. Hoshi holt gerade sein Teammate auf. Wie gesagt, ist auf dem Weg zu LD Chris. Ich bin drauf auf Hoshi. Die fahren sehr dicht beieinander. Ich hoffe, weil sie sind ein Team. Hauptsache, sie schießen sich nicht gegenseitig ab. Oh, Chris schießt sich einfach selber ab. Oh lala. Aber er ist wieder auf. Ja, gut, Chris fährt jetzt auch rein und. Berdus kassiert eine 5 Sekunden Strafe in der Boxengasse. Dorok, Servus. Ich kann dir auch helfen. Ja, Carina, mein Angebot steht ja auch noch. Ne? Ich will, was COD angeht, wenn du Bock hast. So, Death Snake. Immer noch nicht in der Box gewesen, genauso wie Captain und Hoshi. Die Buden wollen noch nicht. So, aber warum geht das mit diesen Strafen nicht weg? Ich bin ein bisschen auf. So, Strafen als Spitzenreiter im Moment Gravomatic mit 12 Sekunden. Ja, Schuberto ist ein bisschen abgerutscht jetzt, ne? Ja, Schuberto ist auf Platz 8, ja, auf jeden Fall. Ja, Specki, ich spiele auch. Was? Cold War.
So, was hat man mit der Ansicht hier? So, Captain auf jeden Fall Platz 2. Bisher definitiv alles richtig gemacht. Xeno Platz 6. Kann sich auch sehen lassen. So, aber Captain, man lobt ihn. Er fährt jetzt in die Box. Mit Desnek zusammen. So, Hoshi biegt jetzt auf Startziel ab. Bleibt auch noch eine Runde weiter draußen. Desnek ist dann schon wieder unterwegs. So, auf jeden Fall im Moment Hoshi und der schnelle Mexikaner auf den Plätzen 1 bis 2. Ja, ist ja kein Problem, Carina. Kannst mich aber bei Gelegenheit einfach mal adden oder schreib dir den Namen auch nochmal per Insta. Wie es mal passt. Ja, bisher auf jeden Fall Hoshi führender. Toi, toi, toi. Ja. Aber, ja, er muss jetzt noch in die Box, also von daher. Genau. Und wie gesagt, der Mexikaner hat das von hinten echt gut aufgerollt. So, RLE Chris vorbei an Andy. Auch der RLE Chris angeblich mit Verbindungsproblemen. Das ist das immer, die Jungs sollen nicht mit WLAN fahren. Ja klar, können wir machen, Schwäcki, auf jeden Fall. Ja, und morgen, ja keine Ahnung, morgen Abend oder was? Oder ja, die ganze Woche abends, ich bin ja meistens abends immer online. Bis auf ein paar Ausnahmen. So, soll ich dir was sagen? Sag's mir. Der schnelle Mexikaner war in der Box und ist immer noch Erster. Ja, das war dann outplayed, würde ich sagen. Das hat er absolut gut gemacht. Bestimmt ist der schnelle Mexikaner irgendwie Kolumbianer oder so. Vielleicht doch ein heimlicher Russe? Du weißt ja, was die Hauptstadt von Mexiko ist, oder? Die Hauptstadt von Mexiko? Ja, Totenstille ist es auf jeden Fall nicht. Die Totenstille ist es nicht, das stimmt. Mexico City. Ah, Mensch. Weißt du, wie lange das schon her ist, wo ich das in der Schule hatte? Muss man sowas wissen? Ja, warum nicht? Mexico City liegt einer der größten Azteken oder Inka? Ach, keine Ahnung. Alles klar, sei einfach ruhig jetzt. Die kann ich alle nicht auseinanderhalten. Inka, Azteken, Maya, ich kann die alle nicht auseinanderhalten. Auf jeden Fall ist da eine Riesenstätte unter der Stadt. Das ist heftig, ich würde da voll gerne mal hin. Schmitty, servus. Ich habe sonst auch immer mit WLAN gespielt. Ja, Carina, das kann man ja auch machen, ist ja auch kein Thema. Nur in so einem Ligabetrieb, da möchte die Ligaleitung schon, dass die Leute mit LAN-Kabel spielen, um halt Verbindungsabbrüche vorzubeugen. Ah, kann mit dem LAN-Kabel auch passieren, je nachdem, was man für eine Internetleitung hat, Internetanbieter. Aber wir haben halt einige Kandidaten, da ist das regelmäßig der Fall, dass sie Abbrüche haben. Und es ist halt schon belastend, wenn das Auto eigentlich links ist und dann auf der Karte umherleckt, dann auf einmal rechts ist und da traust du dich halt auch nicht zu überholen. Das ist das Problem. Ja, toi toi toi. Es wundert mich, dass der wirklich auf dem Platz 1 geblieben ist. Da muss der ja so viel Zeit reingeholt haben. Rausgeholt haben oder die anderen halt verschissen haben dahinter. So,
Immer noch vier Fahrer ohne Zeitstrafe. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. So, ne, der fährt jetzt in den Box. Bei mir steht, dass er schon einen Stopp hatte. Oder war der noch? Ach, keine Ahnung. Der nicht, schon einmal in der Box vorhin? Ja, okay, also Platz 1 ist weg jetzt, definitiv. Er kommt auf Platz 7. 7 raus, reicht es ihm? Nee, auch gar nicht, auf Platz 9. 10, 11, 12. Er ist immer noch die. Ja, moin. Okay, also das Spiel ist gerade ein bisschen komisch, weil er ist eben schon gleich wieder aus der Box raus und. Okay, Bergy King, Death Snake, Zeno auf Platz 3, Captain dahinter auf Platz 4. 6 Sekunden Abstand auf den Führenden. Auf jeden Fall, Carina mit LAN-Kabel macht es definitiv auch für einen selbst mehr Spaß, das Zocken. Ist einfach so. Ich habe auch wo es geht, habe ich LAN-Kabel gelegt. Nicht WLAN-Kabel? Nee, WLAN-Kabel nicht. WLAN-Kabel war ausverkauft. Aber den Siemens Lufthaken hast du schon benutzt zum Verlegen, oder? Ja, natürlich. Den habe ich benutzt. Den habe ich gerade so den letzten noch kaufen können. Kenne ich. So, wie sieht es denn weiter hinten aus? Irgendwo mal ein Duell. Hoshi in der RLE, Chris, King of Oak, die sind auch nach wie vor noch nicht beieinander. Andy dann schon wieder ein bisschen abgeschlagen. Der schnelle Mexikaner auf Platz 12. 2 Sekunden hinter Andy. Schau mal auf King of Oak, da könnte sich vielleicht gleich was anbahnen. So, der ist aktiv. Ja, bleiben wir mal auf King of Oak, weil vorne passiert gerade erstmal nichts. Außer, dass Grenz sich wieder eine Zeitstrafe einhandelt. Mal schauen, wer heute Sieger der Zeitstrafen wird. Also wer die meisten hat. Und wegen deiner Sache, wer weiß denn darüber schon, wissen das alle schon, oder? Nee. Okay. Das weiß noch keiner, glaube ich. Außer Chris. Meine Wenigkeit halt jetzt. Oh, okay. Du bist nicht so relevant. Hören dir an hier. Ja. Ja, 0,7. Der Snake holt auf jeden Fall auf Bergy auf. Wow, die Pro-Truppe hier. LB, RLE, Chris, Hoshi. King of Oak fällt wieder ein Stück zurück. So, Hoshi, DRS aktiv. Chris, auch DRS aktiv. Chris geht an LB vorbei. Jetzt außen. Und es reicht nicht. Doch, es reicht schon. Aber Hoshi huscht rechts vorbei. Und Krängs nächste DNF in Sektor 3. Ärgerlich. So, also Gewinner von dem Dreier-Duell war dann Hoshi. Während Chris und LB sich gebettelt haben, huscht Hoshi rechts vorbei. Und sichert sich somit Platz 7. 5 Runden vor Ende haben wir dann jetzt noch einen Safety Car. Safety Car. Mein Spielschein ist abgelaufen. Ja, das ist schön. Das weiß ich, dass der abgelaufen ist.
Und gewonnen habe ich nichts. Ne? Das war ja. Das war ja mal. 80 Euro. Und Bicken überholt Schubertus. Dürfte ihn aber eigentlich nicht überholen jetzt. Über. Na gut, kann sein, dass ich Bicken seinen Platz zurückholen durfte. Im Normalfall ist Überholen verboten. Auf Platz 10 und Big Mo auf Platz 5. Da muss irgendwas voll sein, glaube ich. Oh ja, wenn du hier so guckst, ey, Xeno, Captain, angeblich alle Verbindungsprobleme, das soll der. Locker liegt wieder am Server. Ja. Das ist sonst ein bisschen. Oh. Na, Big Mo mit Verbindungsproblemen, Hoshi, alles klar. Das kann aber auch sein, wenn der Lobby-Host eine schlechte Verbindung hat. Und ja, leider ist mir das bei unserem Lobby-Host schon öfters mal aufgefallen, wenn man die Lobby betritt, dass oben das Symbol nicht gerade wirklich grün ist. So, dann bleiben wir mal auf Bergi drauf, um zu schauen, wann das Safety Car reingeht. Aber jetzt bleibt es erstmal noch eine Runde draußen. Sehr interessant. Dann schalten. Dann wie das bei aussieht, die Kollegen sind schon fertig. Ja gut, kann man mal machen. Lass mich raten, du musst dann heute morgen früh arbeiten. Selbstverständlich, ich muss um 8 Uhr bei der Arbeit sein. Oh, sehr vorbildlich von dir. Ja, ich bin auch motiviert wie ein Pädophiler im Altersheim. Und Death Snake ist übrigens gerade am Bergy King dran, nur so by the way. Achso, das ist ja Safety Car, aber warte, bevor du jetzt hier denkst, ich warte. Ich guck dir das Safety Car mal an, was die beiden da gerade vorne fahren. Wenn du mal eine Sekunde nicht drauf achtest und ich habe gedacht, Safety Car wäre schon weg. Jetzt guck dir das doch mal an. Naja. Oh Mann. Hier ist 5 Stream. Naja. Safety Car geht auf jeden Fall wieder rein. Das heißt, wir haben jetzt nochmal 3 Runden. Ich weiß, Carina, du stehst um 5 auf, schmeißt deinen Schatz raus und legst dich dann wieder schlafen. Sehr vorbildlich. Finde ich gut. Ich habe den Vorteil, ich müsste eigentlich um 6 aufstehen. Wegen meinen Kids, weil die möchten, die nutzen das natürlich, wenn ich Spätschicht habe. Dann kann ich sie ja in den Kindergarten bringen und in die Schule, für die Schule und so fertig machen, die 2. Aber die Große, also die hat Fieber, die darf morgen nicht in die Schule. Und vorsorglich muss die Kleine leider auch daheim bleiben morgen. Ja, kein Kindergarten. Ja,
Hast du schon, war schon Test? Nee. Schwere Kollision mit LB. An die Bar. An die Bar. Aber sind alle noch am Fahren. So, Big Mo. So, Death Snake ist an Berge King dran. Und reicht es? Zieht an ihm vorbei. So, somit Death Snake auf Position 1. Nicht hoch. Also hast du dich dahinter, Captain auf Platz 3 und Zeno immer noch auf Platz 4. Ja, Captain könnte schneller, aber er wird gerade doch ein bisschen ausgebremst von Bergi. Aber jetzt geht er rechts vorbei. Ja, es reicht nicht. Ja, doch, das könnte reichen. Ja, Bergi auch kassiert worden von Captain und auch Xeno hängt schon wieder im Nacken beim Heck bei Bergi. So, Überholtaste ist aktiviert bei Xeno. Aber auch Bergi macht auf, zusätzlich DRS nicht aktiv, weil es nicht aktiviert ist. Und natürlich auch Captain überholen aktiv gehabt. Somit erstmal weiter kein Überholmanöver da vorne. Weiter hinten sieht es ruhig aus. Schubertus schubst hier mal King of Augen ein kleines bisschen. Hat Überschuss und geht dann jetzt an King of Augen auch vorbei. Und Leon, der Leon, der braucht im Moment sowieso nicht aufstehen. Der ist im Moment, macht im Moment noch einen auf faul. Nein, Spaß, er hat irgendwo keine Leerstelle gekriegt. Und daher ist er noch zu Hause. Da kann ich dir aber einen Tipp geben. Man kann prima für Januar noch eine Leerstelle finden. Ich bin nämlich damals auch als Januar-Starter gestartet mit meiner Ausbildung. Ja, das Problem ist... Ich habe bisher quasi geschenkt bekommen. Okay. Naja, das Problem ist bei ihm auch, er weiß noch nicht ganz so recht, was er machen möchte. Er hat sich zwar, wie gesagt, schon beworben gehabt, aber ist nur durch Anfang des Jahres durch Corona zerstört worden, weil er sollte dann halt ein drei oder viermonatiges Praktikum machen. War aber zu dem Zeitpunkt ja noch Schüler, sollte aber halt trotzdem ins Praktikum. Und durch Corona haben die Schüler ja da frei gehabt in der ganzen Zeit und er durfte nicht ins Praktikum. Und somit die Chance auf eine Lehrstelle versaut gewesen. So, letzte Runde. Nach wie vor Death Snake vorne, Captain dahinter und Bergi fällt auch schon zurück. 2 Sekunden auf Captain. Schick ihn zu mir, ich habe genug Arbeit. Carina, kein Thema. Schick mir die Adresse. Ich bringe dir persönlich vorbei. Aber nur wenn er dann auch einen Ausbildungsschein bekommt. Wir liegen beide übrigens momentan falsch, ne? Xeno ist nicht disqualifiziert. Xeno! Ab in die Bande! Naja, soll ja nicht disqualifiziert werden, ein DNF würde er erreichen. Hauptsache er beendet das Rennen. Oh, Big Mo ist dran, Big Mo, Big Mo. Ah, schade. Und, oh, da lassen sie sich aber keinen Platz, ey, die beiden. Big Mo und Hol. Ne, sind. Und da kommt jetzt Death Snake übers Ziel. So. Und Captain ist auch noch vor ihm, ne? Guck mal. Ja, durch die Zeitstrafe. So, Captain, Pol,
Podiumsplatz 1, der Snake dahinter auf 2, Big Mo auf 3. Meine LED-Lampen machen sich auch wieder selbstständig hier. So, Hoshi Platz 6, Gratulation an definitiv alle Fahrer. Fahrer des Tages, Captain. Ja, oh ja, musst du ja ganz schön aufholen. Das stimmt. Also, gut gemacht. 3 Tage durch, aber nur Wasser und Brot gibt es für ihn zu essen. Und eine Peitsche. Ja, aber nicht für ihn, die hat Karina dann. Wäre ja schlimm, wenn er die Peitsche kriegen würde. Doch klar. Aber Wasser und Brot, der geht kaputt. So. Da. So, Xeno, wo bist du? Ja, dann kann ich ja schon mal anfangen mit meinem Teil, weil ich natürlich jetzt auch leicht durchziehen muss, weil ich auch früh ins Bettchen wollte. Ja. Also, an alle treuen Zuschauer der Racing League eSport, heute, an diesem wunderschönen Sonntag, dem 29. November 2020 um 21.53 Uhr, möchte ich verkünden, dass das für erst einmal mein letztes Rennen für die Racing League eSports war, das ich kommentiert habe. Das hat nichts mit der Racing League eSports per se zu tun, sondern einfach mit meinem straff getakteten Privatleben, das leider wenig Spielraum lässt, um irgendwelchen anderen Hobbys als der Arbeit nachzugehen. Es hat mir auf jeden Fall eine Riesenfreude bereitet, hier zu kommentieren, und generell, die Leute hier sind sehr, sehr gut drauf. Wie gesagt, nochmal besonderer Dank geht da an den Chris, der das Ganze hier wirklich sehr, sehr gut koordiniert. An Captain, der mich regelmäßig immer eingeladen hat für die ganzen Runden. An Xeno, der immer motiviert war bis in die Haarspitzen, dass er bloß fahren kann. Xeno, du darfst noch nicht reden. Du bist leise. Ich bin gerade voll im Flow. Und im Endeffekt bedanke ich mich wirklich bei allen, die so lange dabei waren oder die dabei waren generell. Und ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen mit Björn zusammen entertainen. Der Björn macht das ja weiterhin alleine dann jetzt. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, ne, schaut doch gerne bei mir auf Twitch vorbei. Heißkalt. HISSKALT. Und auf jeden Fall auch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, würde ich mich mega drüber freuen. Und in dem Sinne sage ich vielen, vielen lieben Dank nochmal an die Racing League eSports, an die schönen Monate. Das waren ja wirklich schon ein paar Monate, wie die wir zusammen gearbeitet haben. Und in dem Sinne sage ich vielen lieben Dank. Ja, Chris, überrascht mich auf jeden Fall, dass du aufhörst. Ich kann es aber verstehen. Wie gesagt, privat geht immer vor. Von daher auf jeden Fall, du bist ja nicht aus der Welt. Deinen Twitch-Kanal kennen wir ja. Falls wir Sehnsucht nach dir haben, schauen wir vorbei. Genau. Ich werde hier auch schon ab und zu mal reinschneiden. Vielleicht mache ich ja auch ab und zu mal so einen kleinen Gästekommentar oder sowas. Warum denn nicht? Ja, schauen wir mal, wie es seine Zeit dazu lässt. So, aber auch Captain und Xeno sind mittlerweile der Party beigetreten. Dann euch erstmal einen schönen guten Abend. Gratulation zu eurem Moin. Ergebnis. Ich muss echt direkt da reingrätschen. Also Captain und ich haben heute echt eine gute Teamleistung auf dem Parkett gebracht. Oi, das war echt spannend auf jeden Fall. Von 15 auf 8 bin ich gefahren, jetzt durch die Strafen leider, sonst wäre ich auf 4 reingekommen. Captain von 13 auf 1, auch sehr gut, ohne Strafen. Auf jeden Fall super. Ja, Captain, das ist schön, dass du auch mal hier reinschneist. Was war in den letzten Rennen los mit dir? Jedes Mal zweimal Qualifying versaut? Was ist denn da los? Ja, also ich habe ja angefangen, immer mehr die Fahrhilfen auszumachen, und auch heute, also war das mein erstes Rennen ohne Fahrhilfen, die waren heute komplett aus, und da bin ich, oder da habe ich heute dann zum Beispiel mal wieder Eingang zu tief geschaltet, zu früh aufs Gas und schubst das Auto weg, und so war es halt auch das letzte Mal.
Aber dafür lief es ja am Rennen heute mal ganz gut. Dementsprechend kann ich, glaube ich, ganz zufrieden sein. Ja, okay, gut, das ist natürlich erklärt alles. Ich sag mal, ne, kurz vor Schluss im Qualifying rausfahren, nicht mehr rechtzeitig über die Ziellinie schaffen und solche Späßchen alle, um noch eine Zeitrunde zu bekommen. Ja, Ja, weil. Ja. so sag ich das, Nee, sorry. aber das, wie gesagt, das ist ja erklärt, ja, wenn er die Fahrhilfen aus hatte, dass dann irgendwo die Eingewöhnung noch fehlt. Auf jeden Fall, ich war ja auch ohne Verhelfen. Ich hatte heute in einigen Kurven auch echt Probleme, das Auto auf der Strecke zu halten. Ja, ich glaube, ich kann noch das Battle, was heute richtig geil war, erwähnen. Schubertus, Captain und ich, das war um Platz 4. Das war verdammt stark. Captain konnte dann nach der zweiten Kurve dann an Schubertus vorbeigehen. Und dann habe ich auch gesehen, ja, Captain ist schneller, komm, lass ihn vorbei. Ich habe keine Chance, weil ich von Runde 13 an mit den Softs gefahren bin. Normal halten die nicht so lang. War auf jeden Fall eine gute Teamleistung. Also Alpha Tauri-Strategie auf jeden Fall. Ja, eure Strategie, wie du schon angekündigt hast, ist unsere Strategie, so zu fahren. Ja, hat ja geklappt, in dem Fall. Jeden Fall. Genau, so. Ja, was ist fürs nächste Rennen? Wie seht ihr da eure Chancen? Boah, von Japan, ey, da aktuell, ich habe zwar zwei Setups, ein aggressives, ein sicheres, aber ich habe keine Ahnung. Also du hast ein Bescheidenes. aggressives, ein sicheres und ein. Ja, nimm das sichere. Bescheidenes. Mal schauen. Mal schauen. Ja, mal schauen, was die Woche geht und dann sieht man ja am Sonntag, was dann daraus resultiert. Ja. Also bei mir kann ich sagen, ich glaube nicht, dass das so positiv wie heute wird. Russland ist eine Strecke, die mir eigentlich ganz gut liegt. Japan ist das genaue Gegenteil, als Controller-Fahrer den ersten Sektor zu fahren. Das macht überhaupt keinen Spaß. Diesen ganzen rechts, links und weiß nicht. Ich muss mich doch sehr viel dran setzen und dann schauen wir mal, was es dann tatsächlich nächsten Sonntag gibt. Ich kann noch erwähnen, dass ich glaube, die nächsten beiden Rennen, die jetzt kommen, da sich entscheidet, ob Captain Weltmeister wird. Kann ich aktuell. Ich kann das sagen, ich weiß das. Du weißt das, bearbeitest du die Tabelle, du Lump? Mache die Tabellen. Ja, dann mach mal die Tabelle bitte richtig, weil es kann ja nicht sein, dass nach Platz 5 Position 22 kommt. Ich ordne das nicht, das ist Chris' Aufgabe. Ach so. Ja, also Captain ist Ich habe der, ihm Bescheid also gesagt. Captain ist derzeit 2 mit 200, noch ohne das Rennen heute, 249 Punkte vor Bergy King mit 166. Wir haben Ja, jetzt noch, wie viele Rennen sind es das noch? ist 5 fünf. oder so. Fünf, ja. Ja, stimmt, 5 Rennen noch. Japan haben wir noch, USA. Ja, geht noch. Okay, Süßen. Ich mache mich dann jetzt erstmal vom Acker. Hau rein, Süßer. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und ja, wie gesagt, schneid immer gerne bei Twitch vorbei, ihr seid immer gerne gesehen. Ich Ja. schließe mich dem, glaube ich, an und mache mich auch auf die Socken. Ja, auf jeden Alles Fall. klar. Chris, auf jeden Fall dir nochmal viel Glück für die Zukunft. Ja, klar, ich bin ja nicht von der Welt, wie gesagt. Ja, nein, wir sehen uns ja noch oder wie auch immer. So, ja. Alles klar, dann Tschüss. hau rein. Man sieht sich dann auch in der 100%-Liga, Ja, mal ne? schauen. Achso, ja, da war ja was. Samstag. Wo ist denn da? Wo fahren wir am Samstag? Japan. Mich kotzt das eigentlich an, dass Russland, dass ich da nicht konnte. Ja, scheiße. Obwohl, wo ich das Wetter gesehen habe, war ich eigentlich auch sehr froh darüber, dass ich nicht konnte. Zumindest die Anfangsrunden. Das war so Aber anstrengend ich war heute. halt, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, war halt in einem 24-Stunden-Event von einer anderen Liga eingebunden. Turismo-mäßig. War auch sehr geil. Muss ich schon sagen. Spaß gemacht. Und Auf da jeden hatte ich aber Fall. halt auch recht schon vorher zugesagt, bevor ich überhaupt wusste, dass die 100% Liga weitergeht. Ja, die ist ja jetzt wieder neu komplett Ja, weiß ich, gestartet. hab ich ja mitbekommen. Ist ja gut. Ich hatte aber ja auch schon vorher geschrieben, wenn es jetzt diesen Samstag ist, kann ich auf jeden Fall nicht. Ja, alles gut. Waren ja 13 Fahrer. Trotzdem. Genau, Karina, also ein verrücktes Setup. Ja gut, dann danke ich euch beiden auf jeden Fall. Ja, wir hören uns auf jeden Fall oder schreiben in der Discord-Gruppe, wie auch immer. Und Ja.
Auf jeden Fall. Ansonsten spätestens bis Sonntag. Ja. Gut. Das auf Dann jeden Fall. blende ich jetzt nochmal die Pro Series ein und vergeht, weil ich das Bild auch nicht mehr habe. Ach, Scheiße. Na gut, dann haut rein. Haut rein. So, somit sind wir auch schon am Ende von dem F1 Das war heute Stream. anstrengend. Meine Wenigkeit, ich werde jetzt wohl noch eine Runde vielleicht COD spielen. Ich weiß es noch gar nicht. Jetzt geht er raus. Aber ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, wie gesagt, COD-mäßig noch. 1, 2, 3 Runden spielen. Allerdings werde ich dann vielleicht erstmal den Stream kurz beenden müssen, weil ich den YouTube-Kanal abschalten muss. Falls wir uns nicht mehr hören, wünsche ich allen einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen lieben Dank für euren Support, den ihr immer wieder gebt. Sei es Follows, sei es Resubs, sei es einfach nur, dass ihr da seid. Einfach Spitze. Und wir hören uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen dann wieder. Beziehungsweise. Ja. Und ja, Karina, wir schreiben auf jeden Fall dann auch nochmal bei Insta. Sabi wahrscheinlich noch mal bei WhatsApp heute. Und ja, ansonsten schönen Abend euch. Lol. Lol, sagt so. Was denn, lol? Mal kurz. Wie mal dem ich jetzt. Oh, ich bin gerade in meiner Liste keine Form. Quatsch. Quatsch, Quatsch. Nicht das, aber was du schon wieder denkst hier. Ganz anders. Ach, Sabi. Weißt du, bei Facebook und Snapchat und Twitter und so habe ich auch noch überall was. Papa. Sabi, was machst du eigentlich jetzt noch dann? Ja, weiß ich ja nicht, was du machst. Kann ja sein, dass du schon im Bettchen liegst.